Moin, der Bitcoin-Beobachter ist wieder mal da nach einer etwas längeren Pause. Und ich habe hier mal die Kursverlaufsgrafik der letzten, ja, 4 Wochen circa, also einen Monat. Und ja, wie man sehen kann, geht es tatsächlich generell, zumindest seit den letzten 4 Wochen, nach oben, wenn auch manchmal mit dramatischen Abstürzen zwischendurch. Und auch hier die letzten Tage ging es auch mal wieder nach unten. Aber es sieht im Großen und Ganzen, denke ich, sogar relativ gut aus. Über 46.000 Dollar etwas liegt der Preis jetzt. Mal genau gucken, wie es hier ist. Genau, 46.148 Dollar. In Euro sind das 41.769. Ja, in den letzten 24 Stunden tatsächlich so plus minus 0. Auf die Woche minus 1,1% und auf den Monat fast 18% plus. Das ist zunächst mal für die jetzige Zeit ganz gut, da wir ja Anfang März und Ende Februar doch sehr turbulente Zeiten hatten aufgrund der allgemeinen Krisen in der Welt. Und auch der Bitcoin selbst wird immer knapper und dadurch stehen die Chancen, dass der Preis weiter ansteigen wird, durchaus recht groß. Die Nachfrage steigt langsam und es wurde vor kurzem, ich weiß hier jetzt leider nicht genau, wann das war, der 19-millionste Bitcoin geschürft. Das heißt also, 19 oder etwas über 19 Millionen Bitcoin sind aktuell im Umlauf und maximal soll es ja nur 21 Millionen Bitcoin geben. Und ja, das heißt, es wird jetzt immer schwieriger, neue Bitcoins zu finden. Wie sieht das hier? Also immerhin hat er jetzt 13 Jahre hat es gedauert, bis diese 19 Millionen Coins geschürft wurden. Damit sind dann schon ja, über 90% aller jemals existierenden Coins geschürft worden. Wenn Coin Nummer 20 Millionen geschürft ist, das wird voraussichtlich im Jahre 2026 der Fall sein. Danach wird das Angebotswachstum dann nochmal weiter verknappt, um dann die nächste Million Coins, die dann noch übrig ist, innerhalb von 114 Jahren zu schürfen. Also das heißt, es wird dann, je mehr Coins da sind, immer schwerer und wenn die Nachfrage steigt, wie gesagt, dann kann man auf weiter steigende Preise hoffen. Es gibt durchaus Experten, die der Ansicht sind, dass die 1 Million Dollar pro Bitcoin vielleicht noch eines Tages erreicht werden. Ja, ob das wirklich so kommt, bleibt natürlich abzuwarten. Und was noch für Überraschungen vielleicht kommen, man muss ja auch vor allen Dingen jetzt kurzfristig wieder mit fallenden Preisen rechnen. Ja, das weiß niemand so ganz genau. Das werde ich weiter beobachten und weiter darüber berichten. Einen schönen Tag wünsche ich noch. Auf Wiedersehen. Bis zu meinem nächsten Video.